Willkommen zum Sport bei FAN Television am Freitagabend. Ja, wie passt Motorradfahren und Fußball zusammen? Es ist relativ einfach, Motoball, und darum soll es heute auch gehen. Mario, du bist Spieler vom 1. MSC Seelze. Ihr spielt in der Motoball-Bundesliga. Schön, dass du da bist. Hallo. Wenn ich dieses Motorrad sehe, ist das eigentlich auch ein Motorrad, was ganz normal im Straßenverkehr gefahren werden kann? Nein, das Motorrad gibt es schon im Straßenverkehr, aber diese Umbauten, die wir beim Motorball verwenden, sind speziell für den Motorballsport angepasst. Sie sind auch nicht mehr für die Straße tauglich. Okay. Sie sind speziell für diese Sportart umgebaut worden, damit die Ballführung geht. Man sieht es hier auch, der Ball ist riesengroß, das sind fast 40 cm. Richtig. Wiegt ungefähr 1 Kilo. Und wenn man hier mit der Kamera mal ganz vorne hinfährt, da sieht man da auch so eine Wölbung. Da wird der Ball geführt? Genau, das ist die sogenannte Ballführung. Ja. Und der Ball liegt dort drin und wird dann mit dem Fuß des Spielers in die Ballführung reingepresst während der Fahrt. Ja. Und so auch mit gehalten. Okay. Es ist ja bei den Spielen 4 gegen 4 und ein Torwart. Wie schnell seid ihr denn unterwegs, dass ihr diesen Ball auch noch immer unter Kontrolle habt? Also wir nutzen bei diesem Motorrad jetzt meistens nur den ersten und den zweiten Gang. Und je nachdem, das Spiel kann auch sehr schnell werden. Also 40, 50 km/h sind auch mit Sicherheit drin. Muss man auch ein richtig guter Fußballer sein oder ist es wichtiger, ein guter Motorradfahrer zu sein? Beides. Die richtige Mischung macht das wohl eher aus. Wie bist du zu Motoball gekommen? Also es ist ja schon eigentlich eine außergewöhnliche Sportart, auch wenn es keine Trendsportart gibt. Ihr feiert in diesem Jahr 60-jähriges Bestehen. Wie bist du dazu gekommen? Ja, ich war irgendwann mal als Zuschauer, hat mich jemand mitgenommen. Es ist Motoball in der Stadt, komm mal mit, wir gucken uns das mal an. Ja, und ich bin begeisterter Motorradfahrer und Fußballer auch. Und das habe ich gesehen und habe gesagt, das ist meine Sportart, das möchte ich gerne mal machen. Ja, und seitdem bin ich dabei. Wir haben ja auch euch mal beim Training besucht, haben da auch ein paar Bilder mitgebracht, die wir jetzt vielleicht auch mal einspielen können, weil da sieht man dann auch deutlich, da geht's richtig zur Sache. Da im Hintergrund sieht man es schon. Also das ist schon volle Power. Das ist bei euch auf dem Platz jetzt. Ja, richtig, genau. Okay, das sind zwei deiner Mannschaftskollegen. Ja, genau. Ist es viel Koordination? Auf jeden Fall. Also man muss schon mit Auge spielen, gerade wenn auch Gegenspieler dann mit dabei sind, dass man dann eben nicht die direkte Kollision sucht, sondern eben schöne Spielzüge versucht auch zu kombinieren, wie hier jetzt gerade. Passiert das häufig, dass es da auch mal kollidiert? Also Kollisionen sind schon drin, aber es sieht jetzt auch relativ gefährlich aus, aber es ist auch nicht verletzungsanfälliger als beim Fußball. Also wer es kann, da passiert dann einfach nichts? Im Normalfall passiert nichts. Warum ist der Torwart nicht auf dem Motorrad? Ja, ganz früher stand der Torwart auch mal auf dem Motorrad, nur das Spiel ist so schnell geworden und dann war er zu unwendig und dann haben sie das irgendwann umgestellt, dass er wie beim normalen Fußball auch so drin steht. Er steht auch in einem Raum, wo keiner mit dem Motorrad reinfahren darf, okay. Den Torwartkreis. Und das passiert auch nicht? Und das passiert auch nicht, nein. Okay, jetzt gibt es ja, ihr habt richtig zwei Bundesligen, es gibt 16 Vereine, die das in ganz Deutschland spielen. Wo sind denn so die Hochburgen, also wo sind die richtig guten? Also im Norden ist das ziemlich aufgeteilt. Im Bereich Leverkusen, Köln, so die Drehe, sind insgesamt ja, 3, 4 Mannschaften angesiedelt. Und hier Hannover sind 2, dann ist es oben aufgeteilt. Mecklenburg und Sachsen-Anhalt ist auch noch ein Verein. Und im Süden ist eher so die Hochburg um Karlsruhe. Wie oft trainiert ihr? Wir trainieren einmal die Woche, wenn es gut geht auch zweimal. Jetzt kann ich mir vorstellen, so ein Motorrad ist ja mit Sicherheit nicht umsonst und man muss sich auch drum kümmern, es geht ja mal was kaputt. Ja. Benzin braucht ihr auch. Ja, ist das ein teurer Sport oder kümmert sich der Verein schon um Motorrad, Benzin? Also Motorrad und Benzin, die Abwicklung läuft natürlich über den Verein, ja. Aber die Pflege des Motorrads obliegt dann halt den Spielern. Ist bei Spielen auch im Notfall immer noch ein Mechaniker dabei oder seid ihr eure eigenen Mechaniker? Ja, wir haben sogar 2 Mechaniker, weil in den Spielen ja doch, also es ist ein Sport, wo wirklich auch häufig Material kaputt geht. Und während des Spiels muss dann auch schnell agiert werden, also 2 Mechaniker sind da schon nötig und vor allem es muss ja auch relativ oft getankt werden. Wie muss ich mir das Spiel vorstellen? 4 gegen 4, 2 Torhüter, ist es einfach 2 Angreifer, 2 Verteidiger oder gibt es da... Ist es völlig anders? Also im Prinzip ist es so, die Mannschaft, die den Ball hat, ist auch die angreifende Mannschaft. Und die versucht natürlich, in die gegnerische Hälfte zu kommen. So, dann hat man meistens einen Spieler, der versucht, den Spielaufbau zu stören und geht dann eben auf den Ballführenden drauf. Und die anderen nehmen dann meistens schon eine Verteidigungsposition in der eigenen Hälfte an.
Ihr spielt 4x20 Minuten. 4x20 Minuten, das ist richtig. Mit jeweils 10 Minuten Pause. Wie sieht das aus? Fallen da 30, 40 Tore? Oder ist diese Bundesliga mittlerweile so stark und auch die Torleute, dass es dann mal 1-1, 3-1, 4-4 ausgeht? Ja, solche Ergebnisse gibt es auch. Aber es gibt auch deutlich, sage ich mal, zwischen den Erstplatzierten und den Letztplatzierten meistens so eine Klassenunterschiede, dass auch wirklich mal höhere Ergebnisse drin sind. Also es sind auch mal schnell zweistellige Endergebnisse drin. Letztes Jahr war nicht so eure Saison. Dieses Jahr soll es besser werden. Darüber wollen wir gleich sprechen nach einer ganz kurzen Pause. Es gibt Sneaker, Boots, Stiefel, Halbschuhe, Pumps, Ballerinas, City-Schuhe, Clogs, Hausschuhe, Gummistiefel, Freizeitschuhe, Sandalen, Slipper, Stiefeletten, Arbeitsschuhe, Business-Schuhe. Aber nicht in Ihrer Größe? Dann kommen Sie zu Schuh Plus, eines der größten Versandhäuser Europas für Schuhe in Übergrößen. Ob Damenschuhe von 42 bis 47 oder Herrenschuhe von 46 bis 55. Entdecken Sie die Vielfalt in unserem Webshop auf www.schuhplus.com oder besuchen Sie unser Spezialgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörfherden. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Willkommen zurück beim Sport auf FAN Television. Ja, immer noch mit Mario Zimmermann, Motorbeispieler beim ersten MSC Seelze. Du hast es eben schon gesagt, es passiert relativ wenig, also jetzt nicht mehr wie beim Fußball, Handball, Basketball, was auch immer. Was sind so die wichtigsten Schutz oder Schütze, wie schützt ihr euch während des Spiels? Ja, also wir haben unter unseren Trikots und Kleidungen verschiedene Protektoren. Ganz wichtig auf jeden Fall Ellenbogen und Knieschoner. Ja, und dann geht es weiter. Auf jeden Fall, der Sport wird ja viel mit dem Fuß gespielt. Ja, wir haben spezielle Schoner, genau. Das sind eigen angefertigte Schoner für den Schienbeinbereich. Also wie speziell auf Motorball auch abgestimmt. Auch speziell auf den Motorball und vor allem auch auf jeden Spieler. Jeder Spieler hat seine eigenen Schoner. Und die sind sehr wichtig, sind auch sehr stabil. Wenn da wirklich mal jemand gegenfährt, auch mit irgendeiner scharfen Kante vom Motorrad oder so, da passiert eben nichts. Und der Helm, der darf natürlich auch nicht fehlen. Genau. Aber das ist jetzt wird auch jedes Jahr geprüft vom Deutschen Motorradsportbund. Ja. Und hat dann seine Prüfplakette. Das wird auch kontrolliert vor dem Spiel durch die Schiedsrichter eben. Ah, okay. Dass auch der Helm auf jeden Fall eben geprüft ist. Sonst dürfen wir auch nicht auflaufen. Kann denn jeder Motorball spielen, der einen Motorradführerschein hat? Oder gibt es da nochmal spezielle Regeln? Es gibt eine spezielle Regel. Man braucht gar keinen Motorradführerschein. Ah. Das ist eine. Und zwar kann jeder spielen. Er benötigt allerdings für den offiziellen Spielbetrieb eine Lizenz durch den Deutschen Motorradsportbund, DMSB. Der wird dort beantragt. Ja. Eine ärztliche Untersuchung ist notwendig. Ja, und dann kann es losgehen. Dann kann es losgehen. Und von den Kleinen her, also habt ihr dann auch 6-, 7-, 8-Jährige bei euch, die auf so Minimotorrädern da schon durchflitzen? Also wir spielen ja nun auf die großen Motorräder, 250er. Und die Kleinen spielen auf 80ern. Ja, wir haben eine Jugendmannschaft, also 7, 8 ist relativ jung, aber so in der Drehe zwischen 12 und 14 sind schon Spieler vorhanden. Letzte Saison war sehr durchwachsen. Ja. Ihr seid Letzter geworden in der Gruppe Nord, da wollen wir auch nicht weiter drauf eingehen. Okay. Wir wollen nach vorne gucken. Ja. Neue Saison, habt ihr euch verstärkt, sind Leistungsträger vielleicht zurückgekommen? Ja, genau. Zwei Leistungsträger sind zurückgekommen. Und ein Spieler war auch länger verletzt und der kommt jetzt auch wieder dazu. Das hat sehr viel ausgemacht, auch materiell mit den Maschinen. Es sind einige neue Maschinen gekommen. Das wird schon sich sehr auswirken auf jeden Fall. Macht das diese Maschinen? Gibt es da auch Regeln, wie eine Maschine sein darf, wie schnell sie sein darf, wie schwer sie sein muss? Oder ist das jedem selber? Das ist auch in den Regularien gerade vom Motorsportbund festgelegt. Und da gibt es Mindestmaße, die eingehalten werden müssen, Höhen und verschiedene Sachen. Deutschland ist auch relativ erfolgreich im Motorbike. Ich habe gesehen, letztes Jahr Vize-Europameister, nur gegen Russland im Finale 4-2 verloren. Ist Russland eine Motorball-Hochburg? Ja, kann man schon so sehen, weil es da auch richtig professioneller gespielt wird wie hier. Also die Motorballspieler machen dort nichts anderes. Da gab es früher richtig Motorball-Internate, okay, wo dann die Spieler da auch drauf gingen und wirklich nichts anderes gemacht haben, als wirklich den Motorballsport verfolgt haben. Wie lief eure Vorbereitung? Am Sonntag ist das erste Heimspiel. Wie war die Vorbereitung? Ja, wir haben ein Vorbereitungsspiel gehabt gegen unseren Lokalrivalen, den MSC Pattensen. Die waren eigentlich immer relativ stark in den Vorsaisons.
Und wir haben ein 3-3 zu Hause gegen sie erzielt. War ein sehr gutes Ergebnis, war ein schönes Spiel. Ja, und letztes Wochenende waren wir gerade beim mehrmaligen deutschen Meister, dem MSC Puma Kuppenheim in Süddeutschland. Und haben dort mit 2-5 verloren. Und ich denke mal, das kann sich auch sehen lassen. Das wäre in der Vorsaison mit Sicherheit nicht so möglich gewesen. Was ist das Ziel? Also die ersten 8 in der Tabelle, Tabelle Nord, 8 Vereine, Tabelle Süd, 8 Vereine, die ersten 4 für die Playoffs. Was ist das Ziel? Ja, wir wollen in die Playoffs. Also der 4. Platz, den peilen wir jetzt ganz fest an. Und ich denke mal, ist auch ein realistisches Ziel. Das können wir gut erreichen. Du bist Ende 20. Wie lange kann man Motorball spielen auf diesem Niveau, diesem Level? Wie lange willst du noch? Naja, also ich bin also in einem guten Alter. Ich denke mal, ein paar Jahre werde ich das noch machen. Wir hatten bis letztes Jahr auch einen Spieler, der hatte schon die 40 überschritten. Okay. Und das gibt's auch. Gibt's auch in anderen Vereinen noch, so den einen oder anderen Uldi, der dabei ist, wenn man dem Motorballsport verschrieben ist. Wer wird deiner Meinung nach, auch wenn es am Wochenende erst losgeht, wer wird deutscher Meister? Kann man das sagen? Also in der letzten Saison hat sich ja nun eine Nordmannschaft seit etlichen Jahren wieder mal bewährt. Also ich denke mal, das werden die 2-3 stärksten Vereine in Süddeutschland wieder unter sich ausmachen. Ob Stadtbayer, Puma Kuppenheim oder Taifun Mörsch. Ich denke mal, so unter den dreien wird das Ganze laufen. Aber vielleicht kann ja die eine oder andere Nordmannschaft doch wieder mitmischen. Vielleicht könnt ihr ja mitmischen, weil das Finale ist nämlich auch am 21. Oktober in Seelze bei euch. Mario, vielen Dank, dass du hier warst, ein bisschen was über Motorball erzählt hast. Ich persönlich kannte es nämlich nicht, auch wenn es Motorball ja nun seit Jahrzehnten bereits gibt. Liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis Montag. Tschüss.